Bei Voidwerk Bavarian Gentle Bikes geht es um die Restauration von alten klassischen Motorradl und vor allem auch um die Modifikation, um die Veränderung. In erster Linie, dass optisch schöner werden, hochwertiger als original waren und dass technisch natürlich wieder am neuesten Stand sind, Bremsen verfeinern, dass sie auch wirklich wieder gut zum Fahren sind. In erster Linie dreht es sich bei der ganzen Geschichte um wirklich klassische Motorradl, die, ich sage mal, so 30, 40 Jahre alt sind. Und vor allem in den 80er Jahren waren die Motorradl, zumindest für meine Begriffe, nicht unbedingt die schönsten. Mit einem Haufen Plastik da, und das möchte ich einfach da dementsprechend ändern. Grundsätzlich ist es so, entweder hat der Kunde ein altes Motorradl, ein Basisfahrzeug, oder ich habe eins, passendes. Und dann schaut man, was sich der Kunde vorstellt. Dann wird Skizzen erstellt, dass man auf einen Nenner kommt, dass sich der Kunde auch das vorstellen kann, wie das dann ausschaut. Und dann wird das Motorrad komplett zerlegt, also wirklich bis auf die letzte Schramm wird alles zerlegt. Dann werden die ganzen Veränderungen schon durchgeführt, am Rahmen dementsprechend das umgearbeitet, neuer Heckrahmen komplett gebaut, das heißt wirklich, also ein einfachen Rohr wird dann aufwendiger Rahmen erstellt, wie man da auch im Hintergrund das eine oder andere sieht. Dann geht es halt einmal um die Linie grundsätzlich vom Motorradl, und wenn das alles, die ganzen Teile fertig sind, dann kommt das alles zum Lackieren, Pulverbeschichten, und zum Schluss wird das dann alles wieder sauber zusammengebaut. Bei mir ist alles Handarbeit. Das heißt wirklich mit einfachsten Mitteln werden die Teile abgefertigt, wie man es früher gemacht hat. Das ist mir eigentlich auch ganz wichtig, dass man wirklich mit einfachen Mitteln, ohne Hightech-Geräte, da hochwertige Fahrzeuge bauen kann. Ja, der Opa ist immer schon leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und fährt heute noch. Und ist selber gelernter Mechaniker, und mit dem bin ich immer in der Garage gewesen. Und das war für mich das Höchste, wenn er irgendwas am Motorrad gemacht hat, oder wenn er es gestartet hat und die ganze Garage hat gewackelt. Und das ist einfach, ja, bin ich mit dem da schon in Berührung gekommen und damit aufgewachsen. Und da hat es für mich eigentlich nie was anderes gegeben. Das ist eigentlich immer schon meine Leidenschaft. Motorradl und Fahrzeug allgemein. Und ja, habe dann für mich selber immer irgendwelche Mopeds schon gehabt und umgebaut, und mit 12 Jahren das erste Mofa, mit 13 die erste 80er, obwohl ich noch gar nicht fahren haben darf, und hergekriegt und lackiert und Motor hergekriegt und lauter so Sachen. Und so ist es hingegangen, bis ich dann irgendwann selber die ersten großen Motorräder gehabt habe und die dann auch wieder modifiziert, dass lauter, schneller, schöner werden. Und ja, und irgendwann war es dann soweit, dass ich das erste Motorrad für einen Kunden gemacht habe, vor 2 Jahren. Und ja, seitdem geht es also dahin. Da ist eigentlich das Voidwerk entstanden.